Moin Anime-Fans, ich bin Ferus und heute wird's ein wenig privater als sonst, denn ich rede mit euch über die Anime, die mein Leben persönlich beeinflusst haben oder zumindest in eine Richtung gelenkt haben, sodass eine bestimmte Entscheidung gefallen ist. Und da gibt's natürlich gewisse Abstufungen, weil ein Anime hat mich zum Beispiel sehr stark inspiriert und das hat mein Leben komplett beeinflusst. Und wiederum ein anderer hat mich nur in die Richtung geschubst, die ich aber eh schon eingeschlagen habe. Und lasst uns einfach mit dem Anime anfangen, ohne den ich hier wahrscheinlich gar nicht sitzen würde. Also nicht vor der Kamera zumindest. Und das wäre tatsächlich Naruto. Ist das überhaupt ein Fingerzeichen? Ich habe absolut keine Ahnung. Ich war zwar schon, wie wahrscheinlich viele von uns, seit meiner frühen Kindheit Anime-Fan, aber erst Naruto hat dafür gesorgt, dass ich mich dafür interessiere, was es da draußen noch für Anime abseits von RTL 2 und Co. gab. Das müsste so um den Dreh von 2006 gewesen sein, als Naruto denn auch tatsächlich hier mal in Deutschland gestartet ist. Und die Geschichte hat mich damals so dermaßen gefesselt. In der Form, wie es bei Naruto der Fall war, hatte ich das bis zu diesem Zeitpunkt bei noch keiner Serie so gefühlt. Und der Anime hat nicht nur dafür gesorgt, dass ich über den Tellerrand hinausgeschaut habe, nein, er hat sogar dafür gesorgt, dass ich meinen ersten eigenen YouTube-Kanal gegründet habe, so circa ein Jahr nach dem Start. Und womit hat das Ganze angefangen? Mit einem Naruto-AMV. Wie es dann weitergegangen ist und welche Wege ich eingeschlagen habe, erspare ich euch mal an dieser Stelle. Falls euch dafür interessiert, kann ich da gerne mal ein anderes Video drüber machen. Aber hier sei festgehalten, ohne Naruto wäre es niemals zu dieser Situation gekommen. Und damit logischerweise wahrscheinlich niemals zu diesem YouTube-Kanal, weil ich seitdem immer auf YouTube aktiv war. Und natürlich hat Naruto über all die Jahre mich immer weiter verfolgt. Das war der einzige Manga, neben Gantz, den ich tatsächlich gelesen habe. Und deswegen hat sich mein Content damals am Anfang auch ausschließlich um Naruto gedreht. Auf meine Persönlichkeit oder meinen Charakter hat Naruto damals keinen Einfluss genommen, auch wenn mich die Geschichte damals sehr gefesselt hat und die Charaktere. Da gab es tatsächlich eher andere Anime, wie zum Beispiel Digimon und One Piece. Die beiden Anime, die sich ja mit der Thematik Freundschaft sehr stark auseinandersetzen, kann man schon sagen, dass die mich in der Hinsicht beeinflusst haben, dass ich das Ganze viel mehr wertschätze. Also nicht, dass ich vorher meine Freunde wie Dreck behandelt habe. Freundschaft ist für mich schon immer ein wichtiges Thema gewesen, wie wahrscheinlich für viele von uns. Aber insbesondere natürlich, wenn du relativ jung bist, kann dich das Ganze natürlich noch deutlich mehr prägen, wenn du sowas in Serien siehst. Und gerade bei den Digi-Rettern und ihren Digi-Partnern war dieses Band immer sehr stark. Und das hat man ja quasi in jeder Folge gemerkt, wie wichtig diese freundschaftliche Beziehung untereinander ist, damit beide sich weiterentwickeln. Können. Und das war das, was mich damals einfach so beeindruckt hat und einfach dazu geführt hat, dass ich Freundschaft viel mehr zu schätzen weiß. Oder nehmen wir gerade die Anfangszeit von One Piece, wo die Crew sich kennengelernt hat, oder den Alabaster-Arc, was für mich so der Höhepunkt dieser freundschaftlichen Entwicklung war. Ich meine, wirklich jeder One Piece-Fan wird die Szene kennen, wo die Strohhüte mit dem Rücken zu Vivi stehen, ihren Arm hochheben und das X zeigen. Das war so eine stark freundschaftliche Szene. Klar geht's im One Piece und in Digimon noch um so viel mehr, aber das waren halt die Sachen, die ich daraus mitnehmen konnte für mich. Wiederum ein anderer Anime, der mich damals zu etwas getrieben hat, was mich sehr lange Zeit damals in meiner Kindheit begleitet hat, heute nicht mehr, aber damals halt wirklich sehr ausgiebig, war Kickers. Und zwar wollte ich wegen Kickers unbedingt, also wirklich unbedingt, es führte kein Weg dran vorbei, in einen Fußballclub. Viele mochten ja auch damals Tsubasa, ich mochte Tsubasa auch, aber Kickers war halt für mich das Nonplusultra. Und gerade der Torwart Mario war für mich immer sowas wie ein Held. Gleich vorweg, ich bin niemals Torwart geworden, ich war zwar nicht schlecht meiner Meinung nach, aber ich bin wahrscheinlich ein bisschen klein dafür, weil als Torwart musste er wirklich an jede Ecke kommen. Und es hat zwar tatsächlich noch ein bisschen gedauert, bis ich einem Fußballclub beigetreten bin, weil als Kind war ich wirklich sehr schüchtern und die Vorstellung, mit fremden Leuten in einem Club zu spielen, hat mir ziemlich viel Angst gemacht. Aber so 2-3 Jahre später habe ich es dann tatsächlich gemacht. Und es war eine sehr gute Entscheidung, es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht damals, auch wenn ich keine Mannschaft hatte, wie damals die Kickers. Ja, es war schon sehr anders. Zum Beispiel wusstet ihr, dass der Teufelsdreier gar nicht möglich ist? War schon damals sehr enttäuschend. Inzwischen hat Fußball mich wirklich komplett verlassen, ich spiele es nicht mehr und ich schaue es auch im Fernsehen nicht mehr. Aber Kickers geht selbst heute immer noch. Jetzt kommen wir zu einem etwas ernsterem Thema und zwar mit dem Anime Angel Beats. Nein, Angel Beats hat mich nicht davon überzeugt, dass es einen Gott gibt oder dass es keinen Gott gibt oder dass es eine Zwischenwelt gibt, wo man kommt, wenn man mit etwas nicht abgeschlossen hat. Davon abgesehen, dass Angel Beats einer meiner absoluten Lieblingsanime ist. Also falls ihr ihn noch nicht gesehen habt, guckt ihn euch unbedingt an, den sollte es eigentlich noch auf Netflix geben. Aber insbesondere eine Episode hatte mich damals zu etwas angeregt, worüber ich damals zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht drüber nachgedacht hatte. Und das ist Organspenden. Klar wusste ich, dass das existiert, aber ich habe nie wirklich aktiv darüber nachgedacht, es selbst zu machen. Nach dieser Episode saß ich einfach nur da und habe über dieses Thema nachgedacht, gegoogelt und mich informiert. Ohne zu spoilern, der Moment, wo er das X auf seinen Ausweis macht und alle anderen nachziehen, war für mich einfach so ein starkes
Gefühl. Es hat danach dann tatsächlich noch ein bisschen gedauert, bis ich zu einem Organspendeausweis gekommen bin. Aber dann, als ich tatsächlich einen vor mir liegen hatte, habe ich keine Sekunde gezögert und den ausgefüllt. Und auch noch heute ist der Organspendeausweis ein Teil meines Portemonnaies. Vielleicht hätte ich das Ganze auch ohne Angel Beats gemacht, das weiß ich nicht. Ich würde sagen ja, aber das Ganze hat das eindeutig in Fahrt gebracht. Nicht nur, aber gerade wegen dieser Episode hat der Anime bis heute einen sehr großen Platz in meinem Herzen. Dann wahrscheinlich noch ein Anime, auf den wahrscheinlich viele von euch hier auf meinem Kanal gewartet haben, nämlich Inuyasha. Inuyasha hat nicht meine Persönlichkeit geprägt oder mein Handeln in eine gewisse Richtung gelenkt. Aber es hat sehr starke Interessen in mir geweckt, für die japanische Kultur, für die Feudalzeit, für die Dämonen, also für die Yokai. Deswegen bringe ich gerne in meinen Yashahime oder Inuyasha-Videos davon etwas unter. Okay, ab dem Moment, wo ich gemerkt habe, dass die Zuschauerbindung in den Bereichen, wo ich darüber erzählt habe, sehr stark eingebrochen ist, habe ich das Ganze ein bisschen runtergefahren. Aber das ändert nichts daran, dass mein Interesse dafür immer noch sehr stark ist und das halt dank Inuyasha. Inuyasha hat so viele interessante und kreative Ayakashi, dass ich davon gar nicht genug bekommen kann. Allein davon mal abgesehen, dass Inuyasha ja sowieso ein super Anime ist und einer meiner absoluten Lieblinge. Aber die geschichtlichen Fakten und die Mythen, die dahinter stecken, sind für mich einfach so... Also wirklich einfach großartig. Mich würde wirklich interessieren, welche Anime euch so beeinflusst haben, falls es da welche gibt. Und wenn ja, schreibt es mir unbedingt mal in die Kommentare. Falls euch das Video gefallen hat, vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr kein weiteres Video mehr verpasst. Ich bedanke mich wie immer bei euch fürs Zusehen. Wir sehen uns das nächste Mal auch schon wieder. Bis dahin sage ich Sayonara!